Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arma 3 mit allen aus dem Team Pete Smith. Ne, stimmt nicht, Jay ist nicht dabei. Was gibt's da zu lachen? Das ist Peters Serious Stimme. Ja, ja, ich bin Serious. Es sind schlimme Serious Sachen passiert, ja. Wir haben hier ein Briefing. Wir sind der FBI angehört. Wir sind vom FBI hier in diese Gegend geschickt worden, denn hier gibt's eine Stadt. Ja, von einem Tag auf den anderen sind einfach alle Bewohner dieser Stadt komplett verschwunden. Mhm. Weißt du, über Nacht. Total bescheuert. Und wo sind die alle hin? Es gibt hier sonderbare Vorkommnisse und wir als FBI-Squad wurden hier hingeschickt. Ja, unsere Tasks, unser erster Task ist hier relativ nah bei uns dran. Da müssen wir ein Haus besichtigen, da müssen wir ein paar Sachen suchen, denn da wurde der einzige Mord gemeldet, einen Tag bevor in der Stadt die ganzen Leute verschwunden sind, ja, und zwar von Reverend Bishop. In seinem Haus wurde ein Mord gemeldet. Wieso heißen eigentlich alle Priester immer Bishop? Können wir bitte wieder nach Hause fahren? Nein. Hört sich das alles genauso an wie die Geschichte von Predator oder so. Wir sind dafür ausgebildet, diese paranormalen Vorkommnisse zu untersuchen. Und das Haus, ja, genau, von dem Bishop müssen wir durchsuchen. Da sollen offenbar 4 Morde passiert worden sein. Und dann, der ist Priester, jetzt ist der Bischof. Schlagen wir uns so vor, weil unsere FBI-Leute, die haben noch mehr Infos rausgehört. Ja, da gab es beispielsweise komische roten Smoke, ja, von einer anderen Area. Da gab es, wir haben hier noch mehrere Sachen zur Auswahl. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal mit dem Haus von Bischof an. Ja, komm, Scully, wir fangen mal langsam an. Ja, no entry bin. Oh Gott. This is the worst paranormal investigation on record. FBI SWAT will conduct a manhunt operation and gather intel on the situation. Das sind wir. Wir sind der FBI SWAT. Woo, woo. Wow. Scully hat immer eine viel tiefere Stimme bekommen auf einmal. Geländewagen. Jawohl. Okay, Squad. Seht ihr, wo wir hin müssen? 200 Meter von hier. Let's go. Blümchen. In den tiefen, dunklen Wald. Erstmal die Glocken nachladen. Hallo? Wir sind FBI. Ihr seid Loser. Bald schon Brei. Christian, kein Treffer. Hat einer von euch was gesagt? Christian, ja. Ja. Okay. So, be advised. Love you. Scully. Haben wir nicht noch so Laser und sowas? Ja, wir können mal kurz unsere Ausrüstung angucken. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Also, ich habe einen M4A1. Ich habe einen Shotgun. Lololol. Ja, ich habe noch einen Leuchtstäber mehr. Auch noch. Wie wechsle ich nochmal meine Granate? Sehr gute Frage. Jedes Mal das gleiche am Anfang, ja. G. Irgendwas mit G war das, ja, genau. Okay, Shift G ist es nicht. Oh oh. Nee. Deckung. War das Alt-G? Alt-G, oder? Sepp, du hast was fallen lassen. Nee. Alt-G ist es auch nicht. Es ist nix mit G, Leute. G wirft, Mann. Ja, bei mir hat er die gewechselt, die Granaten. Jawohl. Mit Alt-G. Jetzt hab ich schon wieder was geworfen. Oh nee, jetzt hat er wieder was geworfen. Die ganze Zeit. Ach, deshalb? Nee, ich hab gar nichts geworfen. Nee, Peter war das. Peter wirft die ganze Zeit. Ich glaube, die Granaten wechseln sich, weil ich die dann werfe und keine mehr davon habe und der dann halt die nächste anzeigt, die ich noch habe. Tja, ich habe jetzt keine Granaten mehr. Theoretisch haben wir aber laut unserem Rucksack eine Taschenlampe auf der Waffe, sowohl auf meiner Primary als auch auf der Secondary. Stimmt. Ja, und zwar mit L. Mit was? Mit L. Hui, ganz viel Licht. Oh Gott, ist das L! Holy shit, wer hat von euch den Scheinwerfer auf seiner Waffe? Nee, ich muss runterstellen, das ist so krass. Alter, ohne Spaß. Wer hat den Scheinwerfer? Kann jemand derjenige das Haus mal beleuchten? Okay, mach mal aus. Ich mach mal an. Das ist zu krass. Alter, was ist das denn für eine Lampe? Das ist bei mir gar nicht so hell. Alter, das ist krass. Also, jetzt geht es aber auch wieder. Ja, doch, wenn du das Haus anstrahlst, das ist ja unfassbar. Wer war das? Wer ist das? Das bin ich. Ne, ich glaube, das liegt einfach an dem Haus. Alter, jetzt. Nee, wenn ich das Haus anstrahle, ich glaube, das ist, wenn mehrere das Haus anstrahlen. Wenn einer das anstrahlt, ist es normal. Boah, Alter, wenn mehrere das anstrahlen, dann, keine Ahnung, verdoppelt, dann vereinigen sich die Lichtstrahlen. Hallo, jetzt mal hier ein bisschen in Mut kommen, ja? Wir müssen jetzt hier dieses Mordhaus untersuchen. Ach, wir sind schon da. Oh! Alter! Da ist ein Fenster kaputt gegangen. Okay.
Ich hab Angst. Oben. Ich sichere. Ich bleib hier unten. Hier ist was. Hm? Hier ist so einer auf dem Boden. Ja, hier ist ein Toter. Was hat denn der dabei? Der sieht nicht so frisch Marshall aus. Marshall Klaus. Ja, die sag ich erst mal. Warum hat sich in die Ecke gesetzt? Warte, nee, ich steh in der Kirche. Ich hab erst mal den Toten ausgenommen. Wie du, Christian. Nur halt in der Kirche. Oh, hier ist ein Todesnotiz von dem Priester. Geil, lies vor. Something ancient, something evil rises. Evil has a face. And tonight it has taken my daughter Rebecca, who is now possessed by the demon. Four of my fellow priests have died to save my child's soul. Our faith was no match for this evil. If you are reading this, turn back, my son, because what lies within this forest is the damned. Das heißt im Endeffekt, seine Tochter wurde... Oh, was ist das denn hier? Okay, Scully, du weißt, wie sehr ich auf Pornos stehe. Weil du ganz lieb bist, zeige ich dir jetzt was, wenn du zu mir kommst. Wieso liegt da so ein Ding am Boden, Sepp? Peter, komm mit. Da hat hier, glaube ich, einer ausgezogen. Ich glaube, du solltest es gucken. Ja, warte, hier sind noch mehr Hinweise. Den hat einer ausgezogen und der hat noch zwei Magazine und ein Chemic Glide. Das habe ich mal mitgenommen. 17er Rounds, 9mm hat der. Ey, dem Sound nach eben zu urteilen, das ist wirklich sowas wie Predator, ey. Also, das war ja kein Mensch. Okay, pass auf, hier ist noch das Diary von dem Priest. Oh, lol. Oh, lol. Cool. Alter! Seht ihr das auch? Wie sieht die denn aus? Ja, Fotodiary. Die ist nicht mehr so fit, glaube ich. Ich finde, die sieht gut aus. Ich so schon crazy. Spaghetti gegessen oder was? Bin ganz ehrlich, Hashtag Würde. Ich weiß nicht, ob die davon noch was hat. Na, gucken. Okay, wir müssen Rebecca jetzt finden, ne? Ja. Nee, wir müssen hier laut unseren Tasks mindestens noch mehr. Oh fuck, ich hab schon wieder aufgeworfen. Wir müssen noch mehr Hinweise finden. Habt ihr euch jetzt die... Ja, das habe ich Peter eben gesagt, das will ich nicht benutzen, weil... Ja. Peter halt. In einem kleinen Schuppen. Aber es könnte sein, dass es die gleichen Bilder sind. Weil hier ist es... Hier sind die Rebecca Bishop Fotos. Day One Possession. Alter! Das war der erste Tag so. Okay, also einigen wir uns darauf, sollten wir Rebecca Bishop sehen, stellen wir nicht lange Fragen, oder? Da bin ich ganz bei dir. Aber irgendein Hinweis fehlt noch. Wir haben noch nicht eine Kapelle. Hier ist noch die Kapelle, genau. Hatte ich nichts gesehen. Genau. Hier ist eine Kamera. Hier ist eine Videokamera. Habe ich nichts gesehen. Ja, nee, aber die kann ich nicht. Ach doch, da kann man anklicken. Was sagt die? Diktiert die gerade was? Ist das eine Lehrerin? Ich soll dich nicht sicher. Ich dachte, erst das wäre Jay. Jay möchte, dass man sie da anfasst. Okay. Das ist schon ziemlich creepy, muss ich sagen. Das hier sind offenbar auch die vier Toten. Mhm. Naja, die Hälfte von denen, war. Die Beine fehlen. Ja, das stimmt. Was ist denn hier mit dem Auto passiert? Das sieht nicht so frisch aus. Warte mal, die Musik macht gerade komische Sachen. Alles gut. Welche Musik? Hörst du Musik gerade? Hast du Spotify an? Okay. Was dürfen wir jetzt tun? Rätrum. Ja, wir müssen mal auf die Map gucken. Das nächste, da gibt's Unknown Activity, südlich. Aber ist das schon unser nächstes Ziel auch? Ein Item fehlt uns dann noch, oder nicht? Nee, wir hatten 4. Ich das sehe. Ist alles richtig. Der Task ist complete. Wir müssen jetzt hier next an unknown. Ja, zack. Ich hab's assigned, Team. Wir müssen tiefer in den Forest rein, auch wenn uns gesagt wurde, dass wir das nicht tun sollen. Ich weiß, ich frag das jedes Mal, aber wie stehe ich in Feuermodus um? Keine Ahnung. Stimmt. Ich lass mal voll Automatik. Ich hab eh eine Shotgun, ich kann nicht viel mehr machen. Achso. Wenn wir dann so im Haus sind und mich irgendwer erschreckt, dann will ich nicht mit Einzelschuss reagieren. Ja, alles cool, alles cool. Ich bin cool, man. Alter, ist das ich mag das Spiel nicht.
Bram, du bist doch so ein Horrorfanatiker, oder? Ich mag das. Ja, wie deine Mutter, Alter. Die haben wir gerade gefunden. Zumindest Videos davon gesehen, ne? Wow, 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 was ist da? Get down, get down. Mal Licht aus, bitte. Ja. Das flackert noch voll. Nochmal angeblinkt, so, hey, hier kommen wir übrigens. Ja. Yeah. Alter. Warte mal, da vorne ist ein Tisch. Da hängt einer. Wirklich? Im Qualm. Oh Gott, oder einer. Räuchert. Hier sind 5 Todesköpfe. Totenschädel. Und eine Axt daneben. Oh, hier sind super viele Leichen. Viele Knochen. Holy shit. Jetzt wissen wir, wo die ganzen Menschen hin sind. Da hängt er. Wir haben die Dorfbewohner gefunden. Ja. Da steht... Bist du sicher, dass der... Ach nee, der hängt. Okay. Woher wisst ihr, dass der hängt? Der fliegt, das weiß ich auch nicht. Ich habe auch so das Gefühl, dass der schwebt. Können wir da drauf schießen? Weiß ich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl... Oh, hier ist ein Buch! Denn? Da ist auch... Der kann auch nirgendwo dran hängen. Da drüber, ist doch gar kein Baum oder so. Slaughter, who don't believe. Drink the blood of Krutin? And immortality is yours. Okay, gerade nicht, danke. Nee, ich bin nicht... Aber nee. Der hängt nirgendwo. Also der muss... Oh, lol! Was war das denn? Alles cool, der ist nur verschwunden. Nee, der ist nur verschwunden! Der ist da! Der ist am Schlüssel! Da kommen voll viele! Da kommt mehr! Da kommt viel mehr! Mama! Was ist das für ein Vieh, Alter? Der kriecht! Von hinten! Ich seh dich! Ich bin tot. Der ist tot. Okay, Medic, Rücken an Rücken. Wir bleiben hier stehen, Rücken an Rücken. Ich bin von Sepp niedergeballert worden. Was? Nein! Du sahst so aus wie so ein... Kann ich dich wiederholen? Ich hol dich, Christian. Ich bin dein Arzt des Vertrauens. Boah, das Schießen ist so unfassbar laut. Ich höre da nichts. Noch mehr. Da ist noch einer. Wow, holy shit, das war ein Headshot. Weg. Okay. Hey, sie, ey. Soll ich dich noch weiter heilen, oder? Hat sie irgendwann von euch erschrocken, ihr Pussys? Ich hab nur fast einen Herzinfarkt bekommen, alles cool. Alter Vater, ey. So, First Aid. Okay, ihr heilt euch mal alle, da war wo Heilung nötig. Ja, also, die klügste Entscheidung jetzt ist natürlich tiefer in den Wald einzudringen. Ich kann dich gar nicht heilen, Christian. Kann es sein, dass du voll bist? Ja, dann bin ich voll. Okay. Als nächstes haben wir den Task. 7 Top-Tier Archaeologists who specialize in Native American culture have gone missing within this area, among several other workers. Violent tremors have been occurring specifically around the dig site. Investigate area, collect all evidence, 10 items. Okay, da ist also eine... Die Leichen haben jetzt nichts, ne? Nee. Okay. Ich hab ein paar angeguckt, die sind immer leer. Bevor wir gehen, wollte ich das mal fragen. Also, um das mal, also hier ist offenbar der Devil am Stissel. Der und Teufel ist hart. Unsterblich werden. Ja, genau. Irgendjemand will unsterblich werden und spielt mit schwarzer Magie. Und das waren offenbar auch gerade von den Toten auferstandene Dorfbewohner, die uns da hart auf den Sack gegangen sind. Vor allem, wenn die rumgelaufen sind, ey, die waren ja voll durchgebogen, das war ein bisschen eklig. Wir brauchen aber mehr Beweise. Noch mehr Beweise. Wir müssen da hinten hin und. Ach so, mehr als laufende Tote, okay. Ich wollte auch gerade sagen, ja, das ist mehr nicht klar genug. Ja, wir müssen mehr darüber hinausfinden, was hier genau vorgefallen ist. Und wie wir es stoppen können, vor allen Dingen. Ich meine, was sollen wir jetzt machen? Ich meine, gut, wir können abzäunen und Bombe drauf. Das wäre vielleicht die klügste Idee. Ja. Stimme ich auch für. Okay, ich sind wir alle dafür. Lass uns das Gelände ausbomben. Ja, das, wieso machen die das? Ich finde der Donald doch bestimmt auch cool, oder? Das machen die immer. Da vorne ist was! Da ist einer! Das machen die sogar immer, Peter, aber das sind doch immer die Bösen. Ich kann den heilen! Shoot to kill. Ich hätte ihn heilen können. Von hinten! Oh Gott. Okay. Irgendjemand ist injured, glaube ich. Warte mal. Ich kann, Christian. Das wartet schon. Christian wieder heilen. Ich höre hier das immer noch so ein Rumgestöhne. Na, vielleicht bist du das. So. Bist wieder fit. Das war ein anderes. Da! Ja, stimmt!
Da kommt noch einer. Da kommen noch mehrere. Boah, Alter, was haben wir denn hier für Scheinwerfer wieder mit? Nee, ich bin immer noch verwundet, also ich kann nicht laufen. Ja, warte mal. Ich stelle mich nur auf die Straße. Ja, lass mal ein bisschen aus dem Wald raus. Ich kann den Rifleman treaten. Ja, das ist doch gut. Ja, ich drück dir erstmal richtig schön was rein. So. Wann hatten sie denn das letzte Mal Verkehr? Ich kann die nochmal treaten. Gerade eben da im Gebüsch? Christian ist ein Asiate. Was, mit Hannelore? Okay, ich kann dich unendlich häufig treaten, offenbar. Ja. Ja, aber jetzt kann ich wieder laufen. Cool! Ja. Yeah. Sehr gut. Boah, Alter, Junge. Okay, wir müssen hier leider querfeld ein wieder durch den Wald. Ja, das ist cool. Einen halben Kilometer. Aber so langsam habe ich doch ein bisschen Schiss. Ich bin nicht sicher, ob Licht an gut ist. Ja, aber dann sehen wir die nicht. Die riechen uns doch. Ja, ich glaube auch, das ist besser, wenn wir die sehen. Ich finde tatsächlich, dass man die ohne Licht besser sieht. Okay. Licht halt so leicht überstrahlt. Ich kann die halt nicht besser sehen. Ich blende dich lieber, Bram, als dass ich nichts sehe. Sepp, bist du noch verwundet oder sagt mir das Symbol unten links, dass du der Healer bist? Ich oh, hier sind sie wieder, die Crazy Boys! Ich guck hinten. Von wo? Ich guck rechts. Ja. Rechts kommt keiner. Hier ist noch so ein Bravo. Ja, viele. Die laufen alle in einer Reihe, die machen Polonaise. Auf rechts kommen noch welche. Wir brauchen nur einen Schuss, wa? Ja, Headshots sind die besten Shots. Ich glaube, ich stelle wieder auf Einzelschuss um. Hab ich gerade auch gemacht. Würde ich glaube ich sowieso machen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden noch Munitionsknappheit kriegen. Die droppen glaube ich nicht Munition. Ich schieße auch gar nicht mehr mit meiner Shotgun, das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll auf die Entfernung. Kann man nicht irgendwie Magazine Weg kombinieren? Ja, da hier ist so ein Weg. Ja, wir brauchen keinen Vielleicht. Weg. Magazine kombinieren geht, glaube ich, nicht, lieber Dennis. Ich glaube, das ist so realistisch hier. Ja, aber du, genau, das meine ich halt. Du kannst doch so quasi gut das eine rausnehmen. Ja, das stimmt. Dann hättest du dann halt leere Magazine, ja gut. Ja, aber dann würde ich ja wegschmeißen. Hier ist einer im Busch, genau. Noch einer? Komm jetzt, close. Alter, ich treffe dich doch, Mensch. Ich sehe gar nichts mehr, ich habe einen schwarzen Bildschirm. Alles gut. Oh, dann bist du down. Wieso bin ich denn tot? Weil ich dich als Zombie, für einen Zombie gehalten habe. Oh, what the fuck? Entschuldige dich mal wieder, Peter. Bevor du noch zum Zombie wirst, so geht das ja nicht weiter. Die verstecken sich hier im Gras. Der eine hier hat sogar gewartet, bis Peter an dem vorbeigelaufen ist. Und dann ist der erst getriggert gewesen. Sorry. Warte Gott sei Dank haben wir einen Medic dabei. Ja, ist wieder gut. Ich kann dich nochmal heilen, ne? Hab ich eine Pistole einfach. Nee, warte mal, ich kann mich nur mich heilen. Was nee, passt denn? Auch. Ja, dann ist Soll gut. Soll ich dich auch mal heilen? Ja, wäre voll nett. Dankeschön. Ich kann da nämlich nicht selber. Hast du gerade gesagt, dann kannst du dich heilen. Und Christian noch mal heilen. Nee. Wo ist unser... Ah, da. Wir sind alle hier. Sind alle hier, ja. Voll profimäßig am Start, wie das FBI das machen würde. Haben uns schon zweimal selber abgeballert. Die sehen auch alle gleich aus, ey. Ja, ich finde auch, dass wir kaum von den Zombies sind. Ich glaube einfach, dass Leute da einfach reinlaufen. Laufen wir noch? Apropos laufen wir noch richtig? Ja, wir laufen richtig. Bisschen wir sind Abgrund. Jetzt mal der. Oh ja. Großer Abgrund. Dickside. Ja, genau. Hier ist die archäologische Dickside. Das ist ein Rechner. Okay, Bram, du bist unser Hacker. Geil, Alter. Boah, nice. Ich hab Fernglas. Boah, hast du den Rechner eingepackt? Ja, da steht gerade was. Cretine is a Native American born in the 1500s. His family was part of an Indian tribe who practiced dark Navajo witchcraft.
Cretin became the most powerful warlock in history, the power to take people's souls. Each soul he took added one year to his life. Cretin's ultimate goal was to be immortal and reclaim his native land from the white man. Okay. Oh. Aber ich bin ganz ehrlich, cool. wenn ich wüsste, dass ich mit jeder Seele unbesiegbar wäre, unsterblich wäre ein weiteres Jahr, reicht ja doch, wenn du dir jetzt auf Anhieb mal 2, 3 nimmst. Leute, könnt ihr mir erklären, warum hier ein LKW fliegt? Das stimmt. Also hier war, ist Cretin, war hier vergraben, oder was? Hier sind so Schädel, die auch fliegen, das sieht nicht... Das ist doch nicht normal. Aus. Sagt der TÜV dazu. Ja, this demonic floating skies are like to Cretin demon slaves used as warrior. Cretin posts 7 savage Indian hunters and transforms them into demonic creatures cloaked in red. These demons shared Cretin's powers. Ich lese mal Cretin. The power to control gravity and to make objects vanish. Okay, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt von den letzten beiden Sachen gelernt haben? Ich also wir wissen aktuell, Cretin ist aus dem 15. Jahrhundert, ja, und mit der... Oh, shit. Jetzt geht wieder los. Los. Ich glaube, Cretin mag uns nicht mehr. Und der hat halt die Power, Sachen fliegen zu lassen. Der hat hier die 7 Skulls, die hier fliegen, sind alte Indianer, die der sich zu eigen gemacht hat, um mit ihm halt, ich weiß nicht, gar nicht, den White Man wieder das Land wegzunehmen. Ja, okay, verstehe. Und, ja, mit jeder Seele wird er ein Jahr älter. Okay. Kann er ein Jahr älter werden? Ein Jahr? Ja, muss halt ganz schön viele Menschen umbringen, damit er halt noch ein bisschen mehr ist. Hier ist ein Medkit. Okay, wir müssen hier aber 10 Items finden, Leute. Oh oh. Ja. Was mach ich denn hier? Ja, hier ist ja auch noch einiges. In der anderen Richtung. Ja. Das hier ist schon... Ist bei euch eigentlich der LKW auch weg? Ja, alles, also ja. Die Kisten auch. Bei mir sind die Scheinwerfer vom LKW noch da. Oh, das ist Cretin! Definitiv das ist kein Cretin. Bug. Hier ist noch ein Medkit, den nehme ich aber nicht mit, ich weigere mich. Was? Na ja, okay, ich nehme es mit. Was ist denn hier eine Steckdose? Warum stehen denn hier so immer 3 Wasserflaschen? Oh Gott, das ist Cretin! Das ist Cretin! Er will, dass du sie trinkst. Hier sind die Zelte. Stimmt Milch drin, Bram. Milch ist Gift, oh Gott. Er wusste es schon. Hier ist ein großes Zelt. Ich geh mal rein. Hier ist noch ein Rechner. The Fall of Cretin. Im 18. Jahrhundert hat er tausende von Seelen... Was war das denn für ein Geräusch? Ich glaube, du hast da jemand die Tür aufgepackt in deine Tasche. Oh Gott sei Dank. Cretin also had power of procession, making his victims transformed into soulless creatures. Ah, okay, die haben wir ja schon öfter gesehen. It was a group of Namio spirit warriors constructed a tomb and were able to lock Cretin inside, burying him deep within the earth, where no one will ever find him until now. Okay, also er ist vergraben worden, nachdem ein paar Navio Geister, Schamanen oder so ihn in Gedings haben. Jetzt haben wir noch ein Painting von dem. Boah, sieht ja ganz schön sexy aus. Wow, Cretin, Alter, nicer boy. Und wir haben noch ein Book von dem. Das sieht so aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Monsterbuch aus Harry Potter. 3 Augen. Der sieht ein bisschen aus wie Cthulhu. Und wir haben noch ein späteres Bild von dem nochmal. Oh, da ist er nicht mehr so fett. Ist aber älter geworden. Ja. Geil, meinst du, wie gut du damit Fleisch essen kannst? Und wir haben The Dark Side of the Nio Witchcraft, ja? Also... Was? Nochmal ein kleines Bild von dem, wie er halt zaubert. Wahrscheinlich noch, als er geiler aussah. Ja, wir haben noch so Painting nicht. Research. Ah ja, hast du noch? Cool. Ah, okay. Das ist ein Warrior von dem. Dass wir die noch nicht getroffen haben. Könnte natürlich noch vorkommen. Gehen wir mal raus, oder? Und schritten weiter. War da nicht ein... Also bei mir war da hier gerade ein Minendetektor, wa? Den habe ich mitgenommen. Sah aus wie ein Medkit. Sah aus wie ein Medkit. Rechner. Ancient Cretin. Over the centuries, Cretin Karls constructed a massive statue in his name. Alter, leck mich am Arsch. Das hört sich immer an wie Zombies, jedes Mal, wenn du einen Laptop benutzt. Ja, das mag sein, aber ich kann mich ja trotzdem erschrecken. This name is a workshop him. A symbol of his warlock's power and over the forest and of people. Okay, a group of Navio spirit warriors burned Cretin's castle down and removed the symbol, burying deep with the tomb to remove as much evidence of him as possible. Okay, das ist begraben worden. Ist das hier denn das Grab auch? Das kann sein, dass das sein Tempel ist, ja.
Hä, das siehst du noch. Also. Scheiße, hat jemand mitgezählt? Das sieht halt aus wie so ein das hier sieht ja ein bisschen aus wie so ein Siegel, wo ich hier gerade draufstehe. So nach dem Motto, hier drunter ist das Ganze. Ja. Ja, heb mal hoch. Ja, okay. Ich helf dir, komm. Ja, wir haben aber noch nicht alles gefunden. Wir haben aber doch fertig, oder? Hier, ich spring da einfach mit der Granate auf. Granate fliegt. Nee, der Tast ist noch nicht fertig. Okay, bleib einfach da stehen. Bei mir ist der Tast auch nicht fertig. Warum ist denn bei dir der Task fertig, Sepp? Ach, das ist der. Haben wir den einen dazwischen. Ja, alles gut. Verstehe ich nicht. Sepp hat sich vertan. Fertig. Also, okay, also. Ich dachte, das wäre der zweite Task. Archaeologist ist noch nicht fertig. Investigate. Nee, Archaeologist. Nutzen. Hier ist auch eine Kamera, aber die kann man wohl auch nicht benutzen. Aber irgendwas müssen wir noch mit der Dig-Site machen, oder? Also mit der Ausgrabungsstätte haben wir quasi noch nichts damit gehabt. Müssen wir den Minendetektor potenziell benutzen? Ja, vielleicht. Um und wenn ja, wo? Überall. Nutze doch einfach mal. Hab ich den im Inventar? Da, Minendetektor detects all mines in range. Wie benutze ich die denn? Das weiß ich nicht. So. Ah ne, warte mal, hier ist doch noch was. Mit der Kamera kann man doch interagieren. Mit der konnte ich nicht interagieren. Ah, Foto! Das sind die Archäologen, die hier waren. Ja, aber die sind voll... Da hinten war doch noch die Kamera, oder? Weg ist der Tisch. Fünf mögliche Sexualpartner auf dem Bild. Ja, und die Frau in der Mitte. die ist mir als erste aufgefallen. Ja, mir eigentlich auch. Einen dummen Spruch bringen. Ist halt in der Mitte. Ja, die Kamera ist. Also, hier ist noch so ein Funkgerät, damit kann ich aber definitiv nicht interagieren. Was ist denn? Gepäck mehrere. Muss man die Hände frei haben, um interagieren zu können? Weil mit der Kamera. Oh, oh. Oh, lol, lol. Oh, das sieht nicht so. Was habt ihr gemacht? Nix. Komm mal wieder zu euch. Ich bin gerade an der Ausgrabungsstätte. Aber. Warum ist das jetzt auf einmal abgeschlossen? Vielleicht nachdem wir das Foto gefunden haben, einfach eine Zeit lang gedauert. Ja. Boah, Spiel hat Mitleid mit uns. Ich glaube, da kommt noch was. Hier wäre es viel zu krass, weil hier müssten super viele kommen, weil die können sich hier nirgendwo verstecken. Also entweder kommen hier super viele oder dauert noch ein bisschen. Und wir müssen weitergehen. 1,3 Kilometer in die Richtung hier. Nächster Task. Ja, aber wir kommen doch beim Dreamcatcher vorbei. Ich wollte gerade sagen, wir müssen noch zum Dreamcatcher. Ja, aber der liegt ja auf dem Weg. Den nehmen wir auch mit, oder? In 2 Meter. Safe. Gut, aber kurz die Quest lesen. Na, stimmt. Ja, soll ich dir den Minensammler geben? John Lawson has claimed 3 lives in the past and 2 weeks ago broke out of prison. Okay. Ah, 3 lives in the past ist 3-mal lebenslänglich. Okay, all victims were skinned alive. Dismembered and then eaten. Oh, geil, Alter. Richtig geil gesnackt, ey. John Lawson's tattoos are symbols of an ancient Native American warlock and has spoken out loud that he has been chosen to be the eight demon warrior. Okay, also ist halt der achte Dämonenkrieger. John Lawson has a long history of mentally illness and extreme danger. Das heißt gefährlich und ist halt bekloppt. We've pinpointed this current position. Entschuldigung. Lisa Tyler lives in a small house near a cemetery. It's unconfirmed if she is alive or dead. Investigate area, collect all evidence, 2 items and kill. No capture. And kill? No capture, John Lawson. Nee, nee. Und dann kill, die Bilder. No capture. Also wir müssen den nicht capturen, sondern den killen. Töten. Genau. Und darunter sind dann noch so diese geilen Bilder von seinem nackten Oberkörper, wie er die eine Frau weggeschnitzelt hat. Der John Lawson hat sich diese ganze Sache durchgelesen, weißt du, hat sich dann gedacht, jo, das, was der Cratin damals gemacht hat, das ist eine geile Idee, das machen wir auch so. Und ich bin definitiv der achte Warrior von damals und ich helfe dem jetzt wieder aufzustehen. Hat die Nummer einfach geil. Reinkarnation. Tja. 100 Meter noch bis Dreamcatcher. Man sollte niemals zu tief graben. So, haben die Zwerge von Moria schon gewusst. Ja. Wenn du zu gierig wirst. Da hinten ist so blaues Licht, oder? Was ist der Dreamcatcher? Das wissen wir noch nicht. Bis jetzt leuchtet es nur. Was ist das denn? Ja, es leuchtet blau, wäre die richtige Antwort gewesen. Ja, ich weiß, aber vielleicht kommen da sofort auch andere Sachen, weil in Rainbow leuchtet es wirklich nur blau. Aber
Aber das tut's doch immer. Wow! Oh, lol! Arm yourself, White Warrior. Oh, lol! Oh. Wir können Munition nachladen. Geil. Oh, alles klar. Alter, was für Waffen da sind. Okay, da kannst du ein bisschen dich ausrüsten. Ja, aber ich brauche eigentlich gar keine andere Waffe. Ja, ich auch nicht. Meine Waffe ist eigentlich geil. Ich nehme Raketenwerfer mit, alles klar. Hätte unfassbar gerne hätte ich einfach mal ein richtig geilen Magazin oder so ein Scheiß. Ja. 30 Rounds. Laservisier wäre ganz cool. Oh, ein Griff hätte ich auch ganz gerne. Oh ja, gerne. Das stimmt. Okay, jetzt weiter geht's. Okay, okay. Nachdem uns der Dreamcatcher neu ausgerüstet hat. In welche Richtung? In die Richtung von unserer nächsten Mission. Nee. Am besten. Ja, das meine ich. Kannst du dir aber auch selber markieren eigentlich? Da sind Zombies vor uns. Die rennen da einfach durch den Wald. Macht das, Jungs. Ah, jetzt kommen sie auch mal. Ja, ich weiß schon, warum ich 800 Schuss mitgenommen habe. Ja. Ja. Jetzt habe ich 35 Magazine, dann können wir mal reinlaufen. Danke, Dreamcatcher, Baby. Geil, kann man damit echt Bäume fällen schießen? Finde ich nice. Was? Ja, das ist doch gerade so ein Baum umgefallen. Nicht gesehen. Wieso macht das nicht jeder so? Scheiß auf Äxte. Einfach mit dem Baum wegschroten. Einfach durch den Wald ballern. Vorne rechts, rot. Oh ja. Aber das ist bestimmt wieder irgend so ein Motherfucker. Was heißt denn rot? Ja, hier liegen ja, ein paar. Leuchtet so. Ach so. Und da fliegt wieder so ein Kopf, oder was ist das? Komm, lutsch mir ein. Ich frage mich allerdings, also die haben sich ja nicht so hier hingelegt, oder? Ja, nicht freiwillig, glaube ich. Vor allem heben die alle die rechte Hand. Buch Trespasser. Ja, dann lies mal. Okay, ich lese, ihr macht die anderen, ne? Cool. Da kommt Viecher. Da ist so ein Bild. Ah ja. Gab nichts zu lesen. Wow, wow, wow! Oh! Rot ist gut. Was ist das denn wieder für ein Typ? Da kommen sie. Da kommen ganz viele. Aus der Richtung gehen müssen. Wir sind halt alle... Nice. Vorne zumindest. Sieht gut aus. Her. Da. Naja. Ah, Cretin. Okay. Geh mal weiter, wa? Roger, weiter geht's. In der Air flighten, ist mir egal. Das waren 70 Schuss. Oh, da sehe ich wieder einen. Wo einer ist, da sind noch mehr. Man. Ja, oh Peter, gleich hast du getroffen. Ah, wie geil die fliegen teilweise. Oh, hier links sind ge... Ah. Muss nachladen, das dauert jetzt eine halbe Stunde. Headshots mit der Pistole. Oh, oh. Oh, fuck, hinter mir! Halt, wo? Alles gut, oder? Treat alle yourself. Tot? Alles super. Warum können wir uns nicht infizieren? Ich bin gerade echt am überlegen, weißt du, wir haben uns gerade noch drüber gefragt, wie viel Muni wir mitgenommen haben. Wenn das jetzt weiter so geht... Ja. Ich hab auch gedacht. War das vielleicht auch beabsichtigt von dem Spiel? Ich meine ganz ehrlich, wenn der Typ halt schon mal 135 Standard-Magazine da vor dich legt, dann wird er wahrscheinlich damit rechnen, dass du alle mitnimmst. Ich meine, warum auch nicht? Da ist was Wahres dran, schwer. Bram. Ja, gut, du kannst dich ja so voll machen, wie es geht einfach. Das sag ich dazu. Aber die große Frage ist eigentlich, warum sind hier keine Tiere? Aufgegessen. Das glaube ich auch. Sehr gute Frage. Von Gretin. Ich glaube, die haben die Viecher schon in sich einverleibt. Nachher
greift uns ein Killer-Karnickel an, ey. Da stehen wieder ein paar. Oh ja. Zum Links hier bei Bram und Milton. Alter, auf einmal können die rennen! What the... What the shit! Okay, okay, die haben mich einmal getroffen. Ja, One-Hit warst du. Ich bin auch, treat yourself, warte. Ich hol dich sofort wieder. Ist das möglich? Das sieht nicht so aus. Erste Mal, der ist tot. Da stand immer nur, der ist injured oder so. Nicht, der ist tot. Ich kann auch nicht sagen, yo, Bram. Ey, Bram, ich glaub... Boah, jetzt steht der nicht gleich wieder auf, oder? Nee. Ich bin zwar Medic, aber aus dir mache ich nichts Lebendiges mehr. Scheiße, wir haben Raum verloren. Kratzer. Ah, easy going, Alter. What the shit? Hm. Nein! Bam! Du siehst auch irgendwie schon ein bisschen komisch aus. Können wir vom Bram denn noch looten? Das ging schnell. Warte mal, ich heile schon mal Christian. Ach, wenn Christian irgendwie die Bitch ist, die alles an Medic schluckt, die... Ah, okay. So ich, gibt. Ich darf jetzt hier mitfliegen als Geist. Peter, dich heile ich auch mal im. Okay, danke. Als Geist mitfliegen, okay. Ja. Bist du jetzt auch eine Reinkarnation oder was? Weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, ich kann euch verfolgen. Oh. Alter, ich war One-Hit, leck mich am Arsch. Ja. Aber die waren auch super schnell, die Viecher. Also wenn die dich nicht gekriegt hätten, dann hätten die mich gekriegt. Weißt du aber auch gar nicht, vielleicht bist du vorher ein paar Mal angeschossen worden oder so. Ich war komplett geheilt davor. Ja, aber als die Viecher gekommen sind, haben wir alle angefangen zu ballern. Muss ja nicht heißen, dass der Schuss dich tötet. Ah, meinst du, Sepp hat meinen Rücken geschossen? Nee, ich hab auch den Zombie neben dir. Lagst du vorher denn schon mal tot eigentlich? Nee, ich lag bisher noch nicht. Wieso konnte man dich dann nicht wiederbeleben? Ah, vielleicht weil der Zombie ihn gekillt hat und vorher haben wir uns immer gegenseitig gekillt. Ja, wir... Wäre ein Unterschied. Peter, du bist auch anfällig. Ich flieg mal mit euch mit. Peter, dich erwische ich auch noch mit meiner Schrotflinte, die erwischt. Ich wurde schon erwischt. Ich meinte mehr so, dass ich niemanden erwischt habe. Okay, dann laufe ich jetzt nur noch. Warte mal, lass mich mal vorbei. Raschelt was. Ja, ich höre auch. So, was? Hä? Ich hab nur kurz auf die Karte geguckt. Wahnsinn. Jetzt hat Peter ein Licht ausgemacht. Ja, ich hab Schiss. Ein großes Feld, Peter. Alter, Christian, seine Lampe ist halt der Oberknaller. Die ist genauso wie eure. Bei mir überstrahlt die halt alles. So wie meine Schönheit. Vielleicht auch deshalb. Hashtag Heslon. Okay, 200 Meter noch. Aber das Feld ist safe. Wir können einfach rennen. Ich trau dir kein bisschen. Irgendwie. Warum nicht? Ich bin für uns. Ja, ja, wer weiß. Ja. Da ist was. Da links sind welche. Oh Gott, sind das vier. So, liebe Zuschauer, wir können jetzt sehen, da war jeder einzelne Typ wieder angezeigt, wie ihr seht, wie schlecht die Jungs schießen. Hey, ja. Ich hab so eine grüne Linie und eine rote und eine blaue, je nachdem wer schießt, für jeden einzelnen Schuss. Cool. Das ist ganz schön nice. Kann schon Analyse machen. 5% der Schuss. Ja, ich gebe pro Sekunde aber auch 20 Schuss ab, wa? Ja, aber du warst trotzdem nicht der Schlechteste. Das ist ein Friedhof hier, oder? Immer interessieren. Na, natürlich, hier ist die Gruft, Peter. Geil. So was habe ich in Schottland mal gemacht, so ein Friedhofs... Bei Nacht, oder was? Ja, Bram hat mir das sehr empfohlen. Aber cool. Kann ich nur weiterempfehlen. Springen dann auch Leute aus der Gruft irgendwie? Oder nee, das ist keine Kultur. Nachtwanderung, bei der man erschreckt wird. Das ist tatsächlich so ein historisches Ding. Bei Nacht, das ist wirklich cool. Cool. Ich stelle mal auf Vollautomatik.
Na, mach das mal, Peter. Da vorne fliegen schon Schmetterlinge. Das sieht nicht gut aus. Wenn wir den hier sehen, müssen wir den töten, ne? Ja, ich schieß auf dich. Da ist er! Ist er tot? Ist er tot? Ja. Asshole? Ich hab die Tür unten mal zugemacht. Ist noch eine zweite Tür oben. Ich weiß nicht, ob er das war. Ich mach mal auf, Peter, ne? 3, 2, 1. Du stehst vor der Tür. Da liegt einer. Tot. Hier ist eine Kamera, Peter, ne? Machst du die? Die Person kam offenbar nicht mehr klar auf ihr Leben. Nee. Das war die gewesen. Das mal. War schick. Ja, ich bin bitte. Mal Tür auf. Hallo? Gut, dass Chris ja zugemacht hat. Oh oh. Alles safe. Ja, ja. Ich höre Stimmen. Ich würde aus dem Haus rausgehen. Da weint eine Frau. Wie, seid ihr jetzt alle rausgelaufen? Nee. Nein. Wir brauchen noch einen Hinweis hier. Der ist nicht in dem Haus. Ich sehe noch Blut unten. Ja. Unten ist noch eine kleine Hütte, wo Blutspuren sind. Da ist es absolut safe. Diese Geräusche. Jetzt verrate nicht alles. Kommt ihr runter? Okay, ich mach auf. Hast du es gehört? Er hat gesagt, er sieht im Open the Door. Ja. Ja, komm, ich renn raus. Das war creepy. Was ist denn hier? Oh Gott. Oh Gott. Foto gemacht. Nice. Wie, du hast ein Foto gemacht? Kannst du nicht jetzt ein Foto machen hier? Ich doch nicht, aber ich glaube der. Lisa Taylor, Skinned Alive, Homicide Photo Secure. Wer war denn nochmal Lisa Taylor? War das die? Skinned Alive ist schon, das ist wie Predator, ich sag euch. Ich weiß es nicht. Ich hab Angst, Leute. Wovor denn? Hier ist doch nichts. Gleich kommen die rennenden Zombies und töten mich. Ja, die haben Peter, soll ich dich nochmal heilen? Warte mal, komm mal her, Peter. Du hast noch nicht voll. Soll ich dir mal Medkits geben? Ich glaube, du kannst mit denen mehr anfangen als ich. Ich hab eigentlich schon ganz viele. Aufgabe also, abgeschlossen, Peter, John Lawson. Aber wieso kann ich euch ständig heilen? So viel könnt ihr doch gar nicht schlucken, ey. Naja, da gibt wir kommen jetzt Sinn. Gleich nochmal zu einem Dreamcatcher. Ja, und jetzt kommt auch unser letzter Task. Also ich kann dich unendlich, glaube ich, wieder heilen. Ancient Castle. Second FBI Aerial Surveillance has sent out picked up similar active red smoke and whispering voices in an unknown language. Soon after, yet again the drone went offline and crashed. Investigate area. Okay, ist da ein die... Item Stop. Ancient Castle ist das. Erst gehen wir aber zum Dreamcatcher, wa? Ich habe jetzt einen... Der liegt auch am Weg, oder? Dreamcatcher gelegt. Na, 800 Meter bist du. Ja, nicht auch im Weg. Ah, ich kann mich teleportieren. Okay, Zombies ernst nehmen. Ja, jeder Hit einen tot. Die habe ich immer ernst genommen, aber ich wollte Bram nicht erschießen. Und dann ist er umgefallen. Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn ich den abgeknallt hätte für Bram. Ja, wahrscheinlich. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Alter! Fuck off! Holy shit! Alter! Zwei rote Linien in den Himmel. Alter, hier sind komische Geräusche. Viecher! Jo, von vorne! Runner! Oh nein, die müsst ihr machen. Ja, wieso? Ja, weil ich erstmal näher rankommen. Auf die Entfernung kann ich dir niemals treffen. Macht sie aber ganz gut. Guck mal da hinten. Ich glaube, von hinten kommt nichts. Guck wieder nach vorne. Einer mal getroffen da kommen ganz schön viele. Bisher jetzt muss mitschießen. Oh, ich muss nachladen. Das ist jetzt ganz schlecht. Du musst nachladen. Nachladen! Ja, nimm die Secondary. Er hat mich! So, er hat mich getötet. Du bist ja, tot. Ich bin tot. Unser Medic ist down! Oh nein! Ja, der konnte eh keinen mehr wiederbeleben. Ein Einzelner! Weißt du, in dem Moment, wo ich auf Nachladen gedrückt habe, habe ich mir gedacht, oh, eigentlich wäre die Secondary schlauer gewesen. Stimmt! Oh, wir hatten nur noch eine Pistole. Oh Gott. Okay, da war es schon zu spät. Da kommt noch wer, ja, warte mal. Mach mal dein Licht echt aus, wenn du mich anguckst, sehe ich nichts mehr.
Ja, da kommen einige Viecher. Ich habe gerade nachgeladen. Oh, warte mal. Wie wird denn das? Oh, das war ein Smoke-Grenade. Eine Rauchgranate. Geil. Geil. Ich glaube, sie sind verwirrt. Okay. Weiter geht's. Was war jetzt Schrittchen da? Für Schrittchen geht es voran. Ja, Granate wechseln wäre irgendwie tatsächlich mal ganz gut zu wissen. Soll ich da mal nachgucken für euch? Komm, ich guck mal eben. Ja, ich schmeiß halt jetzt weißen Rauch, grünen Rauch. Dabei wäre so eine Frag Grenade eigentlich ganz geil gewesen. Die waren alle relativ nah beieinander, schön langsam. Ja, die langsamen sind ja auch kein Ding, wa? Ja, aber die fangen ja dann an zu rennen, wenn du die einmal aufschreckst und auf die ballerst. Ich glaube, die Runner rennen die ganze Zeit. Ich glaube, die Runner kennen nur Rennen und nicht Gehen. Und die Geher kennen nur Gehen und nicht Rennen. Hab schon irgendwie eine geile Kameraperspektive bei euch. Das könnte man wirklich wie bei so einem Film. Ja. Wie The Cameraman, Bram. Ö ist bei mir Granate wechseln. Ö ist bei mir auf Secondary wechseln. Bei jetzt habe ich die Glocke in der Hand. Aber das geht zu wissen. Und zwar die komischen auf dem Rückenlauf-Dinger. Achso. Siehst du davon noch mehr? Nee, ist falsch. Ich guck aktuell zu deiner Rechten. Also, oh, da. Ich traf die irgendwie schlecht. Linke Steuerung und G ist wechseln. Das habe ich schon mal gedrückt. Da habe ich Sachen geschmissen. Das stimmt wirklich. Gut. Oh, ja, stink, linke Steuerung G. Alles klar. Danke. Bitteschön. Ja, G. Weiter geht's. Das ist voll cool. Hier verliert man Magazine, alleine, wenn man nachlädt, ne? Ja, nee, die bleiben verloren im Inventar, die Magazine. Die kannst du nachher wieder reintun. Die sind dann ja, halt. Nee, aber ich hab 75 von 100 Schuss und noch 6 Magazine. Das heißt, jetzt nachzuladen. Irgendwann nicht so hast gut. Du dann wieder die 75 Schuss in deinem Ding. So. Ja. Was, bist du noch bei mir? Ich bin Hilfe! Alter, diese Soundkulisse ist echt nicht geil. Sobald ich dich aus meinem direkten Blick verliere, sag ich dir Bescheid. Okay, das ist gut. Stellen wir wieder auf Schnellschuss. Peter, du bist was? Weg. Ja, bist du what weg. The fuck? Ja, war nur ein Baum dazwischen. Alter. Boah, da sind noch 250 Meter, da kann doch alles passieren. Ja, da sind Runner. Wo ist da? Vor uns. Ja, vor uns. Schräg rechts. Die haben uns, glaube ich, noch nicht gesehen. Da. Da kommt der erste. Also auf diese Mitteldistanz musst du die machen. Und ich guck manchmal so auf dich, ob einer so hinter dir ist oder so. Ja, das ist gut. Aber ich glaube, das war's schon. Alter Vater. Ja. Du machst es auch nicht besser? Ja, aber es ist doch mal gar nicht dein Ziel, es besser zu machen. Doch, ich helfe euch. Wir sind nur zu zweit. Wir haben die Hälfte unseres Teams verloren, Christian. Wir hätten am Anfang zurück. Alter. Die wackelt gerade alles. Lauf bitte nicht einfach durch die Bäume durch. Okay. Manchmal sitzen die an so einem Baum. An so einem Gestrüpp da. War eben schon mal. 80 Meter, müssten wir eigentlich mal langsam sehen? Ah, da, ist wieder blau. Stimmt, war Dreamcatcher. Jo. Geil, wir kriegen jetzt eine Munition, ne? Ja. Holy shit, Alter, Alter, hab ich mich erschrocken. Alter Vater. So geil. Hier, Zombie vor uns. Oh shit, jetzt lade ich gerade nach. Okay. Komm da her. Sein Flashlight ist einfach der Shit, ey.
Das Flashlight ist der Shit. Oh, ich muss mal ganz kurz sagen, wo sind die Pamphlets? Ein bisschen rassistisch ist, ja. Finde ich nicht. Wie gesagt, die Panflöten. Ah, nee, das sind die Südamerikaner. Stimmt. Ja, das ist weißer Krieger, ey. Neue Bewaffnung. Woher weiß er, dass wir weiß sind? Was macht er denn dann? Was macht er genau, wenn man sagt, neu bewaffnen? Ich habe jetzt nichts bekommen. Jetzt seid ihr auch in Sicherheit. Aber nicht. Ich bin auch ready. Geil, auch weg hier. Let's do this! Ah, warte, ich muss noch mein Ziel neu setzen. Okay. Go, go. Alter, fuck off! Macht das irgendeiner von euch im TS? Nein. Ich glaub, nein! Da ist geradeaus, Viecher. Haben uns noch nicht gesehen. Rechts auch. Rechts kommen gelaufen. Rechts auch, sagst du? Ja, rechts sind weiter weg. Da bewegt sich was. So ganz hinten hinter den Bäumen. Jetzt kommt einer näher. Siehst du? Genau. Ich geh ein Stück vor. Das kann ich nicht schießen. Bin der beste Schütze. Die sogar kaufen. Oh, jetzt kommen die endlich mal näher. Okay, die teilen sich auf. Ich nehme rechts hin. Okay, sieht gut aus. Ist echt gut, wenn wir die Runner sehen, bevor die tatsächlich getriggert werden. Ja, ja, klar, das ist immer gut, wenn wir die vor sehen, bevor die uns sehen. Ja, definitiv. War schon wieder so ein Schaufelgeräusch. Guck mal da vorne, siehst du das? Ja, roter Rauch. Roter Rauch steht im Indianischen für die Frau hat ihre Tage. Okay, es ist definitiv Frau. Ja, dann ist auch das schlimmste Geräusch von allen. Wer snackt sich denn jetzt hier irgendwann? Oh, Alter. Kannst du das bitte lassen. Sepp, Alter. Das sind die bösen Hexen. Der war mega laut. What? Okay. Muss ich bei Hexe beschweren. Weißt du, dafür, dass Peter so Angst hat, prescht er ganz schön vor. Ja gut, was soll ich jetzt hier langsam rumlatschen? Guck mal hier, zwei Ladies mit Schwertern. Und dann haben wir wieder so ein Fliegeding. Ach Gott. Kommt jetzt? Das war's. Mama? Da ist so ein Feuer! Bewegt sich das Feuer? Brennender Dornbusch. Alter, Sepp, reicht jetzt! Meine Fresse, ey. Der Feuer bewegt sich. Da passiert ja nix. Gibt doch keinen Schaden, ist wie der brennende Dornbusch. Nicht in echt vorhanden. Ich glaub nicht. Wir müssen hier einen Hinweis finden. Warte mal, kann ich. Ja, hier, das Buch. In dem Feuer ist ein Buch. Warte mal. Okay. Ich kann dich. I call upon the damned to take your souls. Okay, wir sollten irgendwo hin, wo wir Last Step machen können. Hier. An die Mauer. Okay. Ja, das kommt natürlich direkt vor uns raus, nice. Ach so? Von links kommen die auch. Ich versuche links ein bisschen im Blick zu halten. Oh, fuck. Ja, rechts der Baum sackt. Oh. Ich latsch mal nach. Wo ist Contact? Ich sehe nichts. Contact Rifleman. Fuck it! Du hast den nochmal gesehen. Da ist doch einer. Er ist tot. Alter, könnt ihr das lassen? Contact infantry.
Alter, wie soll man denn so schießen? Gut aus. Oh Gott. Ja, Extraction. Siehst du Extraction auf der Map? Wir müssen zur Extraction. Was ist denn Extraction? Wir sind doch hier noch gar nicht fertig. Doch, Extraction ist aufgeploppt. Wo? Hier werden wir abgeholt. Wo? Also, ach, hier direkt ist das. Oh mein Gott. Ich habe jetzt irgendwie 800 Meter weiter geguckt. Haben wir den Typen denn schon gekillt? War der dabei? Naja, nee. Also, warte mal, lass mal schnell die Mission gucken. Ancient Castle. Investigate area, collect all evidence. Das hast du gemacht mit dem Buch. Ja, aber das ist noch nicht vorbei. Müssen wir da nochmal hin? Eigentlich müssten wir jetzt hier auch den Dude killen, ne? Ja, also... So, die... Weiß ich, was für eine Form davon. Was ist denn hier mit den Mädels? Das Buch ist auch weg. Hm. Ah! Oh, jetzt ist es abgeschlossen. Jetzt ist es aus. Ne, jetzt Feuer ist immer noch da. Schönen Hubschrauber. Okay, Peter, lauf! Ja, Moment, der kommt noch geflogen. Da oben ist er. Kein Hubschrauber. Ja, der holt nicht mehr. Jeder für sich! Schießen runter. Hallo, ich dachte, das wäre irgendwie ein Stern oder so. Holy shit! Ein Stern! Der deinen Namen trägt, ja. Alter, der ist mal hell, der Hummingbird. Ja, komm mal schneller runter. Was mit uns? Hilfe! Wir sind leider tot. Die Leichen wurden hier. Wie hieß der noch? Kreton! Rechte Bank. Er sitzt drin. Ja, ich sitze auch im Hubschrauber. Der fliegt doch. Da heben wir auch direkt wieder ab! Hui! Warum piept das so? Mach's gut, ihr untoten Loser! Die haben alle gekillt. Ciao! Ja, nice, habt ihr geschafft, ne? Ich denke schon. Ich muss so sagen. Jetzt sehen wir dann immer Dingsbücher. Raum und ich haben uns für die Menschheit geopfert. Im Endeffekt haben wir jetzt aber nur Informationen gesammelt. Also, der Shooter ist noch nicht besiegt. Leider. Vielleicht lebt er in Bram und mir weiter. Ja, das kann natürlich sein. Wir können schon so, oder? Mission complete. Abgeschlossen. Haben wir geschafft. Woohoo! FBI ist wie immer erfolgreich gewesen. Yeah. Spider-Zombies heißen die, okay. Spider-Zombies. Verluste, Bram-Sepp. Hey. War echt doof. Casualties, Bram-Sepp. Ja, finde ich sehr gut. Ja, liebe Leute, das war mal so ein Horrorszenario in Arma 3. Kongrats an den Ersteller, das war ja ganz cool gemacht mit den Skripts und alles. Ja, hier ist noch ein bisschen so ein Endfight erwartet, leider, der war nicht da, naja, gut. Also ein fetter Endfight. Aber von der Atmosphäre war es echt cool. Ja, war wirklich sehr, sehr cool. Und ja, das war's. Wir danken vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen, lasst es uns wissen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao. Tschüssi.